interessant, diese verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Das ist eigentlich nur mal ganz neue Sache. Endlich! Kai, alles okay? Ja, Mann, der Kinect-Patch für Skyrim ist da. Jetzt geht's den Drachen an den Kragen. Hä? Verdammt, was ist denn los? Ist die Kamera kaputt oder was? Naja, ich will dir ja nicht den Spaß verderben, aber der Patch ist eigentlich nur für Sprachbefehle gedacht. Sprachbefehle? Hier ist die Liste mit den Kommandos. Liste? Ich habe mir die ewig lange Liste mit den Sprachbefehlen für Skyrim mal durchgelesen. Das sind 200 Stück, die Skyrim versteht in Verbindung mit Kinect. Allerdings derzeit nur auf Englisch. An einem deutschen Patch wird noch gearbeitet. Ist aber völlig egal. Schauen wir uns einfach mal an, wie das in Aktion funktioniert. Dazu muss ich erstmal ins Optionsmenü und da unter Settings, Gameplay, die neue Option ganz unten Use Kinect Commands aktivieren. Danach einfach zurück ins Spiel und die Spracherkennung ist aktiviert. Allerdings, wenn ich jetzt irgendwas sage, zum Beispiel Equip Bow, versteht's nicht, weil ich habe den Bogen noch nicht zugeordnet. Dazu gehe ich ins Favoritenmenü und da habe ich meinen Ebony Bow. Da sage ich jetzt Assign Bow. Offensichtlich braucht man da mehr Versuche. Assign Bow. Jetzt hat es geklappt. Der Bogen ist auf einem Shortcut. Wenn ich jetzt im laufenden Spiel einfach mal sage Equip Bow. Zack, da ist der Bogen. Tolle Sache. Es geht natürlich noch mehr. Ich kann zum Beispiel auch Heiltränke ausrüsten. Das ist allerdings ein bisschen doof, gerade in Kämpfen, wenn es ein bisschen hektischer zugeht. Hier habe ich meine Liste mit den Sachen, die ich zuordnen kann. Es gibt da Schlüsselwörter. Also ich kann nicht sagen Potion of Minor Healing, sondern ich muss sagen Assign Health Potion. Hat's geklappt. Es gibt zum Beispiel noch so Sachen wie Dagger, Shield oder Soul Trap, Ward Spell. Was nicht klappt, ist, wenn ich den Namen der Waffe sage und die ausrüsten will. Also zum Beispiel das Ebony Greatsword. Das versteht Kinect nicht. Hier bin ich jetzt mitten in der Pampa. Und wie das so ist, in Skyrim gibt es ja die praktische Fast-Travel-Funktion. Wenn ich jetzt zu faul bin, zum Beispiel auf B zu drücken und die Karte auszuwählen, sage ich einfach Quick Map. Tada, da ist die Karte. Jetzt kann ich mir zum Beispiel eine Stadt aussuchen, wenn ich sage Whiterun, zentriert die Karte direkt auf Whiterun. Dann drücke ich auf A und kann dahin reisen. Fantastisch, oder? In Whiterun bin ich jetzt mit einer Begleitung unterwegs und ich kann der Dame Befehle geben über Kinect, wie zum Beispiel Ally